Heute berichten wir Ihnen über eine wichtige Publikation im JAMA von Shema Bukuru und Coworkers. Es geht um allergische Reaktionen sowie Anaphylaxie nach Gabe der ersten Dosis des Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoffes. Am 11.12.2020 wurde die Pfizer-BioNTech-Coronavirus-Disease-Covid-19-Vakzine, die mit zwei Impfungen innerhalb von 21 Tagen erfolgt, durch die FDA in den Vereinigten Staaten zugelassen. Nach Einführung der Impfung wurden über Anaphylaxie nach der ersten Impfung berichtet. Eine Anaphylaxie ist eine lebensbedrohliche allergische Reaktion, die nach Impfung sehr selten beobachtet wird und innerhalb von Minuten bis wenigen Stunden auftreten kann. In den USA werden allergische Reaktionen und Anaphylaxie nach einer Impfung über das Vaccine Adverse Eventing Reporting System, VAERS, eingegeben. Ärzte im US Center for Disease Control and Prevention evaluieren diese Berichte und wenden die Brighton Collaboration Case Definition Kriteria an, um die Fälle als Anaphylaxie einzuordnen. Nicht allergische Reaktionen, in der Regel vasovagale Reaktion oder angstassoziierte Reaktionen, wurden von der Analyse ausgeschlossen. Anaphylaktische und nicht anaphylaktische allergische Reaktionen mit einem Beginn der Symptome erst einem Tag nach Impfung wurden ebenfalls ausgeschlossen. Hier die Brighton-Klassifikation von Rügeberg und Coworkers. Anaphylaxie ist ein klinisches Syndrom, charakterisiert durch plötzlichen Beginn und schneller Progression der Zeichen und Symptome und Beteiligung von multiplen, größer gleich zwei Organsystemen wie folgt. Level 1 der diagnostischen Sicherheit, größer gleich eine relevante dermatologische und größer gleich eine relevante kardiovaskuläre und oder größer gleich eine relevante respiratorisches Kriterium. Level 2 der diagnostischen Sicherheit, größer gleich eine schwere kardiovaskuläre und größer gleich eine relevante respiratorische Kriterium oder größer gleich eine schwere kardiovaskuläre oder respiratorische Kriterium und größer gleich ein minores Kriterium inklusive größer gleich eine differierende Systeme anderer als kardiovaskuläre respiratorische Systeme oder größer gleich eine schwere dermatologische und größer gleich eine leichte kardiovaskuläre und oder leichte respiratorisches Kriterium. Und Level 3 der diagnostischen Sicherheit größer gleich eine leichte kardiovaskuläre oder respiratorische Kriterium und größer gleich ein leichtes Kriterium von jedem von größer gleich zwei unterschiedlichen Symptomkategorien. Hier die Major-Kriterien, also die schweren Kriterien, dermatologische generalisierte Urtikaria oder generalisiertes Erythem, Angiödem, lokalisiert oder generalisierte Juckreiz mit Hautausschlag, kardiovaskulär, Hypotonie, klinische Diagnose einer nicht kompensierten Schocks, dann respiratorisch, bilaterales Wheezing, Bronchospasmus, Tridor, obere Schwellung der Atemwegsschwellung, der Lippe, Zunge, des Rachens, Uvula oder Larynx, respiratorischer Distress, zwei oder mehr der folgenden Tachypnoe, Einsatz von der Atemhilfsmuskulatur, Zyanose etc. Minor-Kriterien sind hier dann auch aufgeführt, zum Beispiel dermatologische oder mukosale generalisierter Juckreiz ohne Hautausschlag, dann kardiovaskulär beispielsweise reduzierte periphere Zirkulation mit der Kombination von mindestens Tachykardie und einer Capillary Refill-Zeit von größer gleich 3 Sekunden ohne Hypotonie und Abnahme des Bewusstseins, respiratorisch persistierender trockener Husten, heisere Stimme und gastrointestinal, zum Beispiel Diarrhoe, abdominelle Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Labor, Mastzell-Tryptase Anstieg über dem Normalwert. Das ist also die Brighton-Klassifikation. Im Bericht werden dann Level 1 und Level 2 gezeigt. Hier die Ergebnisse, es werden die Ereignisse berichtet, die nach der ersten Impfung mit Pfizer-BioNTech-Covid-19-Vakzin zwischen dem 14.12. und 23.12.2020 aufgetreten sind. Es wurden 1.893.360 Impfungen verabreicht, davon 1.177.527 bei Frauen, 648.327 bei Männern, bei 67.506 kein dokumentiertes Geschlecht. 21 Fälle erfüllten die Brighton-Kriterien einer Anaphylaxie. Das entspricht 11,1 Fällen pro 1 Million Impfungen.
4 Patienten, 19% wurden hospitalisiert, davon wurden 3 Patienten auf der Intensivstation behandelt, 17, das sind 83%, wurden in der Notaufnahme behandelt, bei 20, das sind 95% der Patienten, wurden nach Hause entlassen oder hatten sich zum Zeitpunkt der Meldung erholt. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit der Anaphylaxie berichtet. Medianes Intervall von der Impfung bis zum Auftreten der Symptome lag bei 13 Minuten, 2 bis 150 Minuten, 15, das sind 71%, innerhalb von 15 Minuten, 18 Patienten, 86%, innerhalb von 30 Minuten. Am häufigsten Urtikaria, Angioödem, Hautausschlag und enge Gefühl im Hals. 81% der 21 Patienten mit Anaphylaxie hatten eine bekannte Allergie oder allergische Reaktion in der Anamnese auf Medikamente, Nahrung, Insektenstiche. 33% der 21% berichteten über eine anaphylaktische Reaktion in der Anamnese. Ein Patient nach Impfung gegen Tollwut und ein Patient nach einer Influenza-A-Impfung. Während des gleichen Zeitraums wurden 83 Fälle einer nicht-anaphylaktischen allergischen Reaktion nach Pfizer-BioNTech-Impfung gemeldet. Dies waren häufig Pruritus, Hautausschlag, juckende und kratzige Sensation im Rachenraum und milde respiratorische Symptome. Hier jetzt die Fälle dargestellt im Einzelnen, hier das Alter, das Geschlecht, allergische oder allergische Reaktionen, tropische Früchte, hier der Patient mit Vakzine auf Tollwut, Sulfamonide, Bienenstich, Eier, Milch, Sulfanomide, Jellyfish, Sting, Stich, dann unter anderem auch Chlorperazalzin, Penicillin, Acetomazin, Hydrocodon, Nüsse, Katzen, Hunde, Allergie. Hier die Influenza-Vakzin bei der 44-jährigen Frau. Hier die Anaphylaxie in der Vorgeschichte. Und hier die Reaktion, wie schnell die Reaktion auftrat, hier beim ersten Fall zum Beispiel 2 Minuten und maximal bei dem letzten Fall eine weibliche Patientin, 29 Jahre alt, nach 150 Minuten. Und hier Zeichen und Symptome genau aufgeführt. Die Patienten wurden behandelt in der Emergency Department und Epinephrin erhalten bis auf 1, 2. Den Patienten erhielten alle der Patienten Adrenalin und hier die Brighton-Klassifikation Klasse 1, Klasse 2. Die meisten hatten eine Klasse 1 Reaktion und Outcome. Hier den entlassenen Patienten recovered und hier nicht spezifiziert im Fall 36. Die anderen werden alle berichtet, es gab keinen Todesfall. Am Ende der Publikation werden nochmal auf die präventiven Maßnahmen vor Impfung in den Impfzentren hingewiesen. Ausreichende Notfallausrüstung sollte unmittelbar verfügbar sein zum Management einer Anaphylaxie. Ausreichend Adrenalin in vorbereiteten Spritzen oder Autoinjektoren. Alle zu impfenden Personen sollten detailliert bezüglich Kontraindikationen und vorbekannten Allergien bzw. allergischen Reaktionen befragt werden. Die Nachbeobachtungszeit mindestens 15 Minuten bis 30 Minuten in Abhängigkeit von der individuellen Vorgeschichte des Geimpften bezüglich allergischer Reaktionen. Ärztliches und nicht ärztliches Personal der Impfzentren sollten in der Lage sein, Zeichen und Symptome einer Anaphylaxie rechtzeitig zu erkennen. Sofortige Behandlung einer Anaphylaxie durch intramuskuläre Gabe von Adrenalin. Wegen der akuten lebensbedrohlichen Natur einer Anaphylaxie bestehen gegen eine Adrenalingabe in dieser Situation keine Kontraindikationen, werden hier in diesem amerikanischen Setting empfohlen. Vor- und Nachimpfung, sofortige Verlegung der betroffenen Patienten mit Anaphylaxie natürlich in eine adäquate Versorgungsstruktur, Notaufnahme etc. Sollten Zeichen und Symptome einer Anaphylaxie nach Beendigung der Überwachungszeit auftreten, sollten dann die betroffenen Personen, wenn sie schon das Impfzentrum verlassen haben, sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Nebenwirkungen einer Impfung sollten dringend immer gemeldet werden, insbesondere anaphylaktische Reaktionen. Weitere Informationen und Ergebnisse nehmen Sie der frei verfügbaren Publikation im JAMA.